Der Herr Bundesvorsitzender. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt sind die guten alten Zeiten, nach denen wir uns in 10 Jahren zurücksehnen. Mit diesem Spruch eines unbekannten Verfassers möchte ich Sie, liebe Anwesende, auf eine Reise nur 5 Jahre zurück in die Vergangenheit mitnehmen. Damals, im Herbst 2013, hatte der Bundesverband der ÖDP seine Liste für die Wahl zum EU-Parlament 2014 aufgestellt. Und in der Rückschau werden wohl viele von uns die damalige Zeit in der Tat als gute alte Zeit empfinden. Damals schien die sogenannte Wirtschaftskrise von 2008 überwunden. Von Griechenland und von Spanien war allenfalls zu erahnen, vor welchen Problemen die Menschen in diesen beiden Ländern demnächst stehen würden. In Italien regierte eine große Koalition der Volksparteien. Vom in Syrien bereits damals tobenden Bürgerkrieg bekam Europa noch nicht viel mit. Das Mittelmeer war 2013 noch nicht voller Leichen, die Grenzen Ungarns noch durchlässig. Ein Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU stand überhaupt nicht zur Debatte. In den USA moserte man über die verspielten Vorschusslorbeeren eines Barack Obama. Trump? Who the fuck is Trump? In Deutschland formierte sich eine konservativ-euroskeptische Partei namens AfD unter Führung eines gewissen Herrn Lucke, damals weitgehend unbeachtet von einer breiten Öffentlichkeit. Und die ÖDP rechnete sich aus, nachdem die Prozenthürde bei der EU-Wahl durch das Bundesverfassungsgericht gekippt worden war, mindestens einen Abgeordneten ins Parlament entsenden zu können, was ja dann 2014 auch gelungen ist. Welch schöne, heile Welt! Hätte man damals vorhersehen können, welche Tragödien sich in den kommenden Jahren ereignen würden? Denken Sie nach, liebe Delegierte, liebe Gäste. Haben Sie damals mit dieser Entwicklung gerechnet? Gestern standen wir vor dem Abgrund. Heute sind wir einen Schritt weiter. Ein weiterer Spruch von irgendeinem Menschen, irgendwann launig dahergesagt, in irgendeiner vergangenen Zeit. Befinden wir uns nun bereits im freien Fall? Oder stehen wir noch an der Kante und schauen hinunter in den Schlund? Vordergründig hat man nun den Ernst der Lage erkannt. Alle Welt redet heute vom Klimawandel, selbst Donald Trump. Das EU-Parlament hat vor einigen Tagen beschlossen, einige Plastikeinwegprodukte vom Markt zu nehmen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung, loben die Umweltverbände. Werden wir demnach in der Rückschau des Jahres 2023, wenn wir, so Gott will, das nächste Mal zusammenkommen, um die EU-Liste für 2024 aufzustellen, von 2018 als der guten alten Zeit reden können, weil sich eventuell in diesem Jahr endlich etwas zum Besseren gewandelt hat? Mit Verlaub, bei diesen Gedanken sind ernsthafte Zweifel angebracht. Ich kann bei denen, die derzeit Verantwortung tragen, nicht erkennen, dass die Brisanz der Lage in deren Köpfen und deren Handeln wirklich angekommen ist. Mit ein bisschen weniger Plastik, mit ein bisschen weniger CO2, mit ein paar mehr Elektroautos und mit ein paar mehr Fahrverboten wird die Welt nicht zu retten sein. Für mich ist die sich anbahnende Klimaüberhitzung längst die Folge einer bereits seit Jahren andauernden Überhitzung unseres gesamten gesellschaftlichen Lebens in der sogenannten westlichen Welt. Wir handeln wie ein Fahrer, der im Auto sitzt, das Gaspedal immer weiter durchdrehend auf der Autobahn dahinrasend, wohlwissend, dass er die nächste Kurve mit diesem Tempo niemals wird meistern können. Und hinten im Fond sitzen Passagiere, die den Geschwindigkeitsrausch genießen. Liebe Freundinnen und Freunde, sehe ich die Lage zu pessimistisch? Falls ja, befinde ich mich immerhin in guter Gesellschaft.
Laut einer Allensbach-Studie aus 2016 war die große Mehrzahl der damals 30- bis 59-jährigen Befragten mit ihrem aktuellen Lebensstandard zufrieden. Gleichzeitig blickte die Hälfte der Studienteilnehmer mit großer Sorge in die Zukunft. Allensbach sprach daher von einer ungewöhnlichen, geradezu paradoxen Konstellation. Mir allerdings geben genau diese Zahlen Hoffnung. Hoffnung darauf, dass immer mehr Menschen erkennen, dass wir so nicht weitermachen können. Unsere westliche Marktwirtschaft, die alle Lebensbereiche weitgehend durchökonomisiert hat und sich nun anschickt, uns die Vorteile der totalen Vernetzung, der totalen Mechanisierung und der künstlichen Intelligenz, letztlich also der totalen Digitalisierung, schmackhaft zu machen, löst Unbehagen aus. Und nicht nur das. Immer mehr Menschen erkennen, dass sie diesem sich weiter beschleunigenden Leben nicht mehr gewachsen sind. Gleich dem Einzelnen im Heer der Lemminge, die auf die Klippe zulaufen, versuchen manche auszubrechen, gegen den Strom zu laufen, umzukehren und trotz aller dabei entstehenden Gefahr auf der Schussfahrt zu wenden, wie Grönemeyer es einst ausdrückte, ist dies vielleicht die einzige, ja vielleicht die letzte Chance. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anwesende, nennen Sie mir eine politische Partei in Deutschland, die diesen Menschen eine Heimat bieten könnte. CDU, SPD, FDP, Linke, Grüne, AfD? Sicher nicht. Alle laufen mit im Heer der Lemminge, feuern an, reden von Wachstum oder wahlweise von grünem Wachstum, vor allem aber von Chancen der Digitalisierung, von Chancen der Automatisierung und den Vorzügen der Beseitigung der letzten weißen Mobilfunkflecken in Deutschland. Sie haben nichts verstanden. Die ÖDP hingegen hat von Anfang an verstanden, unser Weniger ist mehr der 80er Jahre ist nach heute übersetzt eventuell ein Langsamer ist gesünder oder ein Analog ist menschlich oder ein Zukunft durch Entschleunigung. Die EU-Wahl 2019 ist für uns die Gelegenheit, jenseits der Einzelpunkte unserer ökologisch-basisdemokratischen Programmlage uns als zeitkritische, die menschlichen Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellende und damit, liebe Damen und Herren, als die modernste aller Parteien präsentieren zu können. Wir haben aktuell wahrlich viel zu verlieren, aber auch sehr viel zu gewinnen. Unsere Diskussionen um den Leitantrag und um die anderen Programmanträge dieses Wochenendes, unser Wahlkampf der kommenden Wochen und Monate, unser Auftritt nach außen und innen muss daher überzeugend ausfallen. Wir haben verstanden, dass ein weiteres so nicht in Frage kommt. Zeigen wir nun den Menschen den Weg auf in eine menschliche Gesellschaft, die auch in 10 und 20 Jahren lebenswert ist, denn dann und nur dann können sich unsere Delegierten der kommenden Jahrzehnte vielleicht einmal an Bingen des Jahres 2018 erinnern, als vieles schlecht war, als aber auch die Wende zum Besseren gelang. Vielen Dank.